Aufgrund der unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus in Österreich hat sich die Regierung zu einem radikalen Schritt entschlossen und einen nationalen Lockdown schon ab kommenden Montag angekündigt. Bundeskanzler Alexander Schallenberg erklärte, dies sei der einzige Weg, um aus dem Teufelskreis von Viruswellen und Lockdown-Diskussionen rauszukommen. Außerdem werde ab Februar eine Impfpflicht eingeführt. Neben dieser mittelfristigen Perspektive bedarf es aber leider auch kurzfristiger Maßnahmen. Die Bundesregierung und die Landeshauptleute sind da übereingekommen, dass wir in Anbetracht der ernsten Lage, in Anbetracht des Infektionsgeschehens keine andere Möglichkeit derzeit sehen, als weitere einschränkende Maßnahmen für alle zu verordnen. Der Lockdown ist auf maximal 20 Tage angelegt und soll nach 10 Tagen bewertet werden. Die 7-Tage-Inzidenz in Österreich liegt bei knapp 1000 und seit mehr als einer Woche werden täglich mehr als 10.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.